Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Sitchkos Tech World. Mein Name ist Silvan und ich habe heute wieder mal eine Überwachungskamera für euch. Dabei handelt es sich um eine 4G-Überwachungskamera vom Hersteller XEGA mit dem Modell XG05. Und diese wollte ich gerne hier im Video etwas näher vorstellen, was sie alles kann, was ist alles dabei, wie wird sie eingerichtet, welche App wird genutzt und wie ist natürlich dann auch die Videoqualität. Das Ganze wollte ich gerne mit euch anschauen und ich würde sagen, direkt nach dem Intro gehen wir los. Bis gleich. Sie oder wir, ich weiß, was ich wähle. Operation abgeschlossen. Gute Arbeit. So, dann gucken wir uns als allererstes noch den Lieferumfang an. Und was gehört zu einer 4G-Überwachungskamera, die damit natürlich auch autark sein möchte? Natürlich, wir benötigen hier ein Solarpanel. Dieses wird hier auch mitgeliefert und bietet 6 Watt. Damit könnt ihr dann euren Akku, der sich hier in der Kamera befindet, aufladen. Dieser hat eine Kapazität von 10.400 mAh und das reicht auf jeden Fall locker. Ja, bis zu dem nächsten Sonnenstrahl, sage ich mal, auf jeden Fall locker aus. Und somit seid ihr wirklich autark und braucht euch keine Sorgen machen, dass die Kamera genug Saft hat. Weiter bekommen wir hier auch Befestigungsmaterial, um hier die Kamera an einer Wand zu befestigen. Außerdem haben wir hier noch Material wie ein kleines Stativ für das Solarpanel. Ihr könnt aber auch dieses Solarpanel dank 3 Meter Kabel auch weiter weg von der Kamera wegstellen, wo ihr dann am besten die Sonnenstrahlen einfangen könnt damit und könnt aber auch auf der anderen Seite das Solarpanel selber direkt hier oben an der Kamera befestigen. Zeige ich euch gleich nochmal, wo sich diese ganzen Anschlüsse befinden. Dann haben wir hier auch natürlich eine Bedienungsanleitung hier in verschiedenen Sprachen. Ihr seht es hier auch gleich, Englisch. Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Das legen wir auch mal so zur Seite. So, hier nochmal das Befestigungsmaterial, Dübel und so weiter. Alles ist mit drin. Und ihr bekommt auch nochmal eine SIM-Karte mitgeliefert vom Elliot oder AJ Club und habt da auch die Möglichkeit, diese hier zu testen mit 300 Megabyte. Stehen euch als Test zur Verfügung, um hier die Kamera einmal zu testen, wie das Ganze so läuft. Und danach könnt ihr hier auch so ein kleines Abo-Modell hier abschließen, wenn ihr das möchtet. Und habt dann, je nachdem, was ihr dafür zahlt, ich weiß jetzt nicht die Preise genau, könnt ihr dann hier die Datenpakete buchen. Aber ihr habt natürlich die Möglichkeit, hier auch eure eigenen SIM-Karten hier aus Deutschland zu nutzen und auch aus anderen Ländern. Wichtig ist bloß, dass das Datenpaket auf der Karte schon aktiviert ist und keine PIN-Abfrage ist. Also bevor ihr irgendwie eure SIM-Karten hier reintut, achtet darauf, dass keine PIN-Abfrage erfolgt. Diese müsst ihr vorher auf dem Smartphone deaktivieren und es muss natürlich ein aktiviertes Datenpaket sein. Denn wir haben hier kein Wi-Fi, also nur über das mobile Netz funktioniert die Kamera und dadurch muss das Ganze schon soweit vorbereitet sein. Dann gucken wir uns hier die XG05 etwas näher an. Ihr seht hier vorne schon mal einmal unsere Kameralinse. Diese löst mit 3 Megapixel auf, also einer 2K-Auflösung. Ihr bekommt dadurch wirklich gestochen scharfe Bilder. Das werdet ihr später dann auch nochmal in den Beispielvideos, die ich euch einfüge, auch nochmal sehen können. Außerdem bietet die Kamera einen vierfach digitalen Zoom. Das heißt, ihr könnt näher heranzoomen ans Objekt und bekommt dadurch auch noch relativ gutes, scharfes Bildmaterial, wobei sich das natürlich je schärfer oder je näher ihr ranzoomt, auch ein bisschen verschlechtern kann. Weiter hat die Kamera auch ein Zwei-Wege-Audio, das heißt, ihr könnt mit demjenigen gegenüber sprechen, habt hier auch einen integrierten Lautsprecher, könnt auch das Geschehene drüben auf der anderen Seite hier dann auch auf eurem Smartphone hören und das ist auf jeden Fall ganz praktisch, ist aber auch bei allen Überwachungskameras eigentlich so der Fall. Was haben wir noch? Wir haben eine Nachtsicht, einmal in Schwarz-Weiß und außerdem auch mit Beleuchtung. Also wir haben hier LED-Leuchten,
die dann im Dunkeln das Licht einschalten, damit ihr auch im Dunkeln alles in Farbe sehen könnt. Außerdem haben wir auch eine verbaute Sirene. Zum Beispiel bei einer Bewegung wird diese dann aktiviert. Das könnt ihr dann auch in der App ein- oder ausschalten, je nachdem, ob ihr das benötigt. Als App wird hier die App U-Box genutzt, wie mit fast allen Xeger-Überwachungskameras und auch mit vielen anderen Kameras habe ich schon Erfahrung damit machen können. Was ich nicht sehen konnte, ob die Kamera on-Pfiff kann, das heißt, dass wenn mal die App nicht mehr verfügbar ist, damit man sie auch in andere Kamera-Apps verwenden kann. Ich habe es auch jetzt einfach mal nicht ausprobiert, aber wie gesagt, auch gelesen habe ich jetzt davon nichts, ob das möglich ist. Dann haben wir natürlich auch unsere Bewegungserkennung hier unten. Diese funktioniert relativ gut. Ihr könnt hier von leicht bis starker Stufe einstellen und durch etwas heruntersetzen der Stufe könnt ihr damit auch Fehlalarme minimieren. Das klappt ganz gut. Außerdem haben wir hier dann einen Bewegungsumfang oder eine Erkennung von bis zu 20 Metern, wobei 10 Meter wirklich gut funktionieren. Ab 15 kann es schon mal sein, dass es ein mal nicht erkennende Bewegung und so weiter. Was ihr aber beachten müsst auf jeden Fall ist, beim Aufbau der Kamera solltet ihr nicht höher als 2 bis 3 Meter die Kamera aufstellen, um dann hier noch den Umkreis hier gut in dieser Bewegungszone zu behalten, um auch die Bewegungen und die Kamera zu aktivieren. Wie gesagt, solltet ihr diese auf jeden Fall nicht viel höher stellen. Dann haben wir an den Seiten hier 2 Antennen. Ich schätze mal, dass eine für das mobile Netz ist. Die andere ist einfach nur, damit das Ganze hier besser aussieht auf jeden Fall. Das kann ich jetzt auch nicht 100% sagen. Ich habe es nicht auseinandergebaut, aber es ist meistens auch so der Fall. So, dann sehen wir auch hier einmal die obere Seite. Wie gesagt, hier könnt ihr dann das Solarpanel mittels Halterung dann direkt hier über die Kamera befestigen. So wie auf diesem Bild hier unten. Das könnt ihr hier gut sehen. Da kommt dann die Halterung drauf oder ihr befestigt es dann 3 Meter einfach weiter weg. Das könnt ihr entscheiden, wie ihr möchtet. Und diese kleine Platte hier ist dann hier auch für die Wandhalterung. Die kommt dann hier oben so rum, weil hier ist noch eine Schraube, damit man die Kamera dann später fixiert. Und das Ganze kommt hier mittels Schrauben und Dübel an die Wand und wird dann hier einfach eingehängt. Ich könnte das dann auch jederzeit abnehmen. Hier wird es nochmal mit einer Schraube gesichert. Die ist auch mit dabei. Einfach damit die ein bisschen Stabilität behält. Was haben wir noch? Wir haben hier einen QR-Code, der ist dann für die Einrichtung der Kamera und das zeige ich euch dann auch noch. Ja, was haben wir noch? Die Kamera schwenkt sich horizontal bis zu 355 Grad und 90 Grad hier vertikal. Also ihr bekommt wirklich ein großes Sichtfeld mit der Kamera her und braucht euch da keine Sorgen machen. Was sie leider nicht hat, ist einmal der Verfolgungsmodus. Dieser ist hier nicht mit dabei. Ob der irgendwann mal per Update oder so nachgeschoben wird, das weiß ich nicht. Es steht so auf jeden Fall hier drin und ich denke mal, dass da eigentlich die Chancen dafür schlecht sind. Ja, was haben wir noch? Muss ich selber mal gucken. So, gucken wir einfach weiter. Wir haben dann hier auf der unteren Seite unseren Micro-SD-Karten-Slot, ein Reset-Button und hier unseren SIM-Karten-Slot. Es kommen hier Nano-SIM-Karten rein. Wie gesagt, ihr könnt hier von verschiedenen Herstellern hier eure SIM-Karten nutzen. Achte, wie gesagt, drauf, PIN muss deaktiviert sein, die PIN-Abfrage, und es muss auch schon ein Datenpaket aktiviert sein. Sonst könnt ihr die Kamera auch gar nicht erst mit eurer App hier verbinden. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze hier auf Cloud zu speichern. Ihr bekommt auch eine 30-tägige kostenlose Testphase, und falls ihr diese nicht nutzen möchtet, könnt ihr das Ganze hier mit bis zu 128 GB MicroSD-Karten erweitern und seid dann somit nicht Cloud gebunden. Cloud hat aber natürlich auch seine Vorteile, und zwar werden dann eure Videos alle in der Cloud abgespeichert, wie das Thema ja schon sagt, aber das Gute daran ist, wie ich finde, wenn die Kamera mal offline ist, keine Batterie mehr oder sie wurde zerstört, habt ihr immer noch die Möglichkeit, darauf in der Cloud zuzugreifen, also auf eure letzten Aufnahmen der Kamera. Dass ihr ja bei einer defekten Kamera oder bei einer leeren Kamera
nicht der Fall ist. Deswegen müsst ihr euch das gut überlegen, ob ihr Cloud-Speicherung nutzen möchtet oder nicht. Ich finde es vom Preis her relativ billig. Ich glaube, es liegt bei ca. 3 Euro und das ist auf jeden Fall in Ordnung. Hier weiter unten haben wir dann einmal unseren, wenn ich jetzt das schaffe, aufzumachen. So, einmal hier unseren USB-Typ C Ladeport einmal und auch das gleichzeitig für unser Solarpanel. Also ihr könnt das Ganze auch ohne Solarpanel nutzen, könnt diese 10.400 mAh Akkus einmal aufladen und dann könnt ihr die Kamera auch ohne Solarpanel eine gute Zeit lang nutzen. Wenn ihr das Solarpanel nutzt, dann drückt ihr hier nur dieses Teil von diesem Gummi hier rein. Dieses kleine kommt hier auch noch mal raus und hier kommt jetzt dann der Anschluss vom Solarpanel rein, damit das alles hier gut, relativ gut auf jeden Fall abdichtet. Auf der anderen Seite haben wir, ob ich das jetzt aufkriege. So, komm. Naja, das ist immer der Vorführeffekt. Darunter befindet sich auf jeden Fall der Ein- und Ausschalter. So viel sei schon mal gesagt. Und da bräuchte es jetzt hier auch nicht aufmachen. Wie gesagt, da könnt ihr die Kamera hier komplett ausschalten. Was gibt es noch zu beachten? Und zwar die Arbeitstemperatur der Kamera. Diese sollte nicht unter minus 10 oder plus 60 Grad liegen. So schreibt es der Hersteller. Das wollte ich euch einfach erwähnen. Es kann ja sein, dass ihr das irgendwo am Nordpol aufstellen wollt und da kommt ihr auf jeden Fall locker unter den minus 10 und da ist es vielleicht dann doch nicht geeignet. Einfach nur, um es euch einmal gesagt zu haben. Die Kamera kostet momentan auch knapp 90 Euro statt 160 Euro. Ist auf jeden Fall ein recht solider Preis, also wo man echt nicht viel überlegen sollte und sich so eine Kamera auf jeden Fall mit 4G anschaffen kann, denn sie bietet ja sehr, sehr viele Vorteile. Einmal, wie gesagt, über das mobile Netz und hier durch das Solarpanel ist die Kamera komplett autark und ihr braucht euch da, wie gesagt, über Strom keine Sorgen machen. So, dann schauen wir uns auch kurz noch die App an und dessen Einrichtung für die Kamera. Da das sehr einfach ist, werde ich jetzt bloß die Schritte einmal grob durchgehen, denn die Kamera ist hier schon aktiviert, wie ihr sehen könnt. Aber ich möchte gerne kurz hier grob die einzelnen Schritte vorstellen. Ihr klickt einmal hier oben rechts auf das Pluszeichen, wählt danach hier unten die 4G-Variante aus, da wir eine 4G-Kamera auswählen oder installieren möchten. Hier zeigt es euch jetzt auch an, dass die Kamera blau blinken sollte. Wenn das der Fall ist, klickt ihr einfach auf Next. Ansonsten solltet ihr die Kamera einmal resetten. Dann gehen wir hier auf Next und scannen hier dann unseren QR-Code, der sich auf der Rückseite befindet. Danach wird die Kamera auch innerhalb einiger Sekunden hier auch schon verbunden sein und ihr könnt noch dann zum Beispiel einen bestimmten Raum der Kamera zuordnen und auch einen bestimmten Namen für die Kamera geben. So, dann gehen wir mal kurz die App zusammen durch. Wir haben dann hier auf dem Hauptbildschirm unsere verschiedenen Kameras, die ihr hier sehen könnt. Einmal hier die obere, unsere jetzige von Xega. Und zwar zeigt ihr euch an, dass diese online ist. Meine andere Kamera ist offline. Und ihr könnt jetzt hier zum Beispiel auch die Benachrichtigungen direkt hier aktivieren mit dieser Glocke hier oben. Jetzt bin ich aus Versehen da drauf gekommen. Und da könnt ihr das Ganze hier aktivieren und bekommt dann auf dem Smartphone eure Benachrichtigung bei Bewegungserkennung. Wenn ihr hier aber auf den Einstellungsbutton klickt, könnt ihr auch zum Beispiel hier nochmal die Verkehrsdienst anschauen oder auch hier den Cloud Service, den könnt ihr hier dazu buchen, wenn ihr möchtet. Aber ihr könnt hier auch das Gerät komplett wieder löschen. Jetzt gehen wir einfach mal hier drauf und ihr seht jetzt mich hier. Hallo. Und außerdem sehen wir hier auch verschiedene Möglichkeiten. Ich muss mal kurz hier leiser machen. Moment. So. Und wir können dann von hier aus jetzt direkt durch diese Schnelltasten entweder die Lautstärke ein- und ausschalten, also den Ton. Wir können ein Bild aufnehmen, wir können mit dem Gegenüber reden, eine Videoaufnahme starten. Hier würden wir dann unsere Cloud gespeicherten Daten oder Videos sehen. Diese könnt ihr natürlich dann auch herunterladen. Drückt ihr hier auf den Button, kommt ihr auf die MicroSD-Karte. Macht das jetzt mal so. Nochmal.
So, und ich habe jetzt dann hier die letzten Aufnahmen, die auf der MicroSD-Karte gespeichert sind, kann ich diese hier abrufen. Die sind hier auch nach Zeit geordnet, außerdem hier nach Datum und so weiter. Kann diese auch hier mit diesem Symbol auch direkt runterladen, wenn ich das möchte. Dann gehen wir einfach mal hier nochmal zurück. Ihr könnt dann hier nochmal rüber swipen und dann habt ihr hier die Möglichkeit, bei einem Live-Video zum Beispiel auch hier heranzuzoomen. Hier mit dem Plus und Minus. Außerdem könnt ihr auch die Kamera hier nach oben, links, rechts und nach unten bewegen. Hier könnt ihr auch die Geschwindigkeit dieser Bewegungen einstellen. Das könnt ihr alles hier machen. Was haben wir noch? Ihr könnt hier zum Beispiel auf dem Bild dann hier das Bild einmal in den Querformat bringen und habt dann ein Vollbild auf eurem Smartphone oder Tablet, wo auch immer. Und was ganz wichtig ist, ihr seht dieses rote Bepunktete hier, diesen Kreis hier. Das heißt, dass wir jetzt hier gerade im Schwarz-Weiß-Modus sind, also bei Nachtaufnahmen nimmt er dann alles nur in Schwarz-Weiß auf. Wenn ihr das aktiviert, schaltet sich dann im Dunkeln, also erst im Dunkeln, da ist ja auch ein Sensor drin, der dann hier bei einer Bewegung dann hier auch diese vier LEDs mit zuschaltet und das Ganze dann ausleuchtet. Wie gesagt, ich werde in ein paar Videos mal kurz dann einfügen, damit ihr mal sehen könnt, wie das bei Tageslicht ist, wie das mit schwarz-weißem Licht im Dunkeln ist oder auch im Dunkeln mit LED-Scheinwerfern. Das zeige ich euch dann nochmal. Aber schauen wir uns nochmal die App etwas weiter an. Hier oben kommt ihr dann auch nochmal in die ganzen weiteren Einstellungen. Einmal könnt ihr hier den Namen ändern. Dann könnt ihr hier zum Beispiel eure Speicherkarte formatieren. Ihr seht auch, wie viel Restkapazität und so weiter noch verfügbar ist. Außerdem könnt ihr hier das Cloud den Cloud-Speicher hier auch noch aktivieren. Auch wenn er zum Beispiel abonniert ist, könnt ihr den auch mal deaktivieren, wenn ihr den gerade nicht braucht und so weiter. Dann haben wir bei Bildflip, da könnt ihr die Kamera oder das Bild so drehen, wenn ihr die Kamera auf der Decke habt, dass das Bild dann wieder passt. Das könnt ihr dann hier einstellen. Dann bei Szene-Modus haben wir einmal hier den Normal-Modus. Wie gesagt, er regelt dann hier alles selber, wenn es dunkel ist, wenn ihr zum Beispiel dieses LED-Licht mit aktiviert habt oder nicht. Wechselt er aber auf jeden Fall von Tag zu Nacht in den jeweiligen Nachtmodus mit Schwarz-Weiß oder mit Bild, je nachdem. Oder ihr möchtet, dass es immer in Schwarz-Weiß ist, dann könnt ihr das hier auswählen und dann ist jedes Video, egal ob bei Tag oder bei Nacht, immer im schwarz-weißen Modus. Hier haben wir dann unsere Bewegungserkennung. Da könnt ihr das hier Ganze hier hoch, mittel oder niedrig stellen, je nachdem, wie das Ganze auf jeden Fall für euch funktioniert. Müsst ihr mal ausprobieren. Ihr könnt diese PIR-Erkennung natürlich auch deaktivieren. Dann könnt ihr hier auch Zeitplan einstellen, wann zum Beispiel die Kamera aufnimmt oder wann nicht. Also das heißt, in einem bestimmten Zeitraum ist sie sozusagen deaktiviert und reagiert nicht auf Bewegungen und nimmt dann auch nicht auf. Das könnt ihr hier alles hier einstellen. Dann haben wir noch die Möglichkeit, hier die Länge der Videos einzustellen, entweder 30 Sekunden, also von 15, 20 und 30 Sekunden oder ein Vollzeitvideo. Da müsst ihr aber bedenken, dass dann euer Akku ja sehr schnell leer wird und auch eure Speicherkarte. Deswegen müsst ihr das gut überlegen, für welchen Fall ihr das auf jeden Fall nutzen möchtet oder auch nicht. Dann haben wir hier diesen Gerätealarm, das ist dann hier diese Alarmsirene. Ich habe es jetzt hier auf Schließen, das heißt, dass sie aus ist, oder auf Öffnen. Wenn ihr sie auf Öffnen macht, wird sie sich bei einer Bewegung hörbar zeigen. Also es wird dann ein Alarm ertönen, der nicht jetzt mega laut ist, aber man bekommt es auf jeden Fall als Nachbar zum Beispiel mit und kann auf jeden Fall einen Einbrecher ein bisschen irritieren, der dann vielleicht von seinem Vorgehen auch wieder absieht. Dann haben wir hier Stromfrequenz von 60 und 50 Hertz. Dann haben wir hier eine LED-Anzeige. Ihr könnt zum Beispiel hier, damit hier jetzt nichts leuchtet, ich kann es euch mal zeigen, ich gehe mal auf Öffnen, dann seht ihr hier auch die blaue LED leuchten. Ich kann die aber ausschalten. Was wiederum nachts vielleicht gut ist, aber wenn ich das auch jetzt verstecken möchte, nachts leuchten ja die Infrarotsensoren, die sieht man auf jeden Fall nachts. Von daher ist es eigentlich, keine Ahnung, wie gut das ist. Wenn jetzt hier nur die blaue nicht leuchtet, aber dafür sechs andere Infrarot leuchten, das sieht man ja dann eigentlich auch. Dann könnt ihr hier auch die Lautstärke ändern, einmal vom Eingang und Ausgang. Dann können wir noch hier unsere Zeit synchronisieren.
Und Wiederherstellung der Verbindung, das habe ich jetzt auch nicht wirklich kapiert. Eine Stunde, zwei Stunden, vier, acht, 16 Stunden. Vielleicht weiß ja einer, wofür das genau ist und kann es mal in die Kommentare schreiben. Da habe ich nicht viel gemacht. Updates gab es zwei oder drei Stück sogar. Da bin ich jetzt auf Punkt 2, 3 herausgekommen. Ich noch mal schauen, ne, das ist alles gut. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier die aktuellste Firmware drauf. Die wird dann auch über eure mobilen Netzdaten heruntergeladen, ist aber nicht groß und dauert keine 5 Minuten und dann ist das Ganze auch aktualisiert. Ja, soweit so hier zu den ganzen Einstellungen der App. Ihr seht, es ist hier vieles machbar über die App und vieles lässt sich hier auch einstellen. Jetzt werde ich euch einfach mal die kurzen Videos einspielen, damit ihr mal hier die Verhältnisse von Tag, Nacht und Schwarz-Weiß mit Licht und ohne Licht sehen könnt. Und dann könnt ihr vielleicht auch einen kleinen besseres Bild über die Qualität der Videoaufnahmen machen. So, das waren jetzt kleine Beispielvideos, wie gesagt, um einen kleinen Eindruck davon zu bekommen. Ihr habt gesehen, zum Beispiel bei dem Gegenlicht kann es ein bisschen blenden, also passt auf, dass da kein Gegenlicht auf der anderen Seite ist, der dann hier das Bild ein bisschen stört. Ist nicht weiter schlimm, aber wie gesagt, da müsst ihr einfach mal ein bisschen ausprobieren. Ich bin auf jeden Fall von der Videoqualität sehr zufrieden, also man bekommt eine gute Auflösung, man kann alles gut erkennen, ihr habt mir ja gesehen, wie ich da hin und her laufe, um euch einfach mal hier einen kleinen Eindruck davon zu verschaffen. Der Ton ist auch in Ordnung, den habe ich euch jetzt nicht speziell hier gezeigt, aber er ist in Ordnung wie bei vielen Überwachungskameras in der Preisklasse und in der Größe. Man kann da echt nicht meckern, man kann den Gegenüber gut hören, wenn er was spricht. Außerdem hört ihr ihn, wenn er auch spricht, auf eurem Smartphone einwandfrei. Ja, das war es eigentlich auch schon von der XG05 vom Hersteller Xega. Und ich hoffe, konnte euch die Kamera etwas näher vorstellen. Vielleicht ist sie was für euch. Wie gesagt, wartet nicht allzu lang. Sie kostet momentan nur 90 Euro. Und ihr bekommt hier wirklich eine autarke Überwachungskamera mit einem ja, soliden Bild, mit einer soliden Ausstattung auch. Und ihr könnt da echt nicht viel falsch machen. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob die U-Box-App einem gefällt oder nicht. Weil ich bin etwas zwiegespalten. Ich mag ein paar andere Apps, die möchte ich jetzt hier nicht unbedingt erwähnen. Ihr könnt aber gerne mal in den Kommentaren fragen, falls es euch interessiert, dann werde ich diese euch dort nennen. Aber hier geht es jetzt um die Xega und auch um die U-Box-App und die habe ich euch hier vorgestellt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, war für euch hilfreich und ich würde mich auf jeden Fall über ein Like freuen. Ein Abo wäre super, würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Ansonsten wünsche ich, dass ihr gesund bleibt und ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.